Ja, also herzlich willkommen zurück zu Two Point Campus. Unsere Auswahl starten mal wieder, aber nicht zwei, sondern drei gleich. Und zwar als erstes haben wir Urban Bungle. Dann gibt es Breaking Point. Das sieht natürlich hier schon interessant aus mit Strand und Co. Ich kann mir vorstellen, dass da auch wieder irgendwas Spezielles passieren könnte. Und zu guter Letzt Blundergrad. Wir gehen nach Russland. Aber was da los ist, ich meine, hätte man mit dem anderen auch vergleichen können. Also, ich denke, ist klar, wir machen das wie immer in der Reihenfolge wie präsentiert. Aber ich bin trotzdem gespannt, was hier logischerweise in allen dreien auf uns zukommen wird. I don't pretend to know exactly how our civilization will fall. But what I do know is that when it happens, the robots will surely be behind it. I've written many letters to the scientists at Bungle about this subject, but what do I get back? An automated response. I'm sorry, listeners, but it's already too late. Let's just try and vibe it out. Das war sogar mal halbwegs lustig. Ach du Heilige. Where dreams become metallic key. Welcome to Urban Bungle, a new frontier in advanced technology and minimalist design. Developed in a hurry from the chaotic mind of Bungle's own Sophie Nova. Rumor has it that Miss Nova has become obsessed with building better, more automated robots. Work with Bungle Technologies and utilize their vast resources to realize Sophie's dream and build the campus of tomorrow today. Robotics, Cyanotography, Virtual Normality und Internet History. Wir starten gleich mit 40 Studenten hier. Das ist brutal. Hello there, my friend. We meet again, did we? This time it's me who needs your help with robotics. Isn't it funny how things work out? I developed this little facility after all that fun at Mitten. Ah, but I soon realized we were missing one key ingredient. Students. Oh, and of course, you. Together, I am certain that we can make a world-class factory, an exemplary campus, and lots of robots. Okay. Campus requirements. A lecture theater, science lab, theaters, internet, cytography, and virtual normality teacher. Okay. Haben wir aber nicht vier Kurse? Warum brauche ich dann nur drei Lehrer? Welches 5 die maximale Anzahl an Sachen, die er anzeigen kann. Dann gucken wir mal. Wir haben sehen können, also dass es hier sehr cool futuristisch aussieht. Wir haben hier schon ein bisschen was. Wir haben hier schon ein bisschen was. Wo ich gleich wieder sagen muss, die Förmchen sind sehr fragwürdig. Also man könnte hier scheinbar den kompletten Bereich noch ausbauen. Obwohl ich nicht sicher bin, das scheint nicht dazu zu zählen. Hm. Wie sieht es hier aus? Man sieht es an den Umrandungen. Okay, also hier unten wäre vielleicht noch was möglich, wenn man mehr Platz machen möchte, um das ein bisschen quadratischer zu halten. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist eine leichte Verschwendung, gerade auch hier diese Einengungen. Aber wir sollten jetzt erstmal gucken, was wir hier haben. Also, wir haben 300.000, was sehr großzügig ist im Verhältnis zu den anderen Leveln. Wir starten gleich hier mit einer VR-Plattform. Haben wir hier schon wieder Hitze? Management View? No, das ist es nicht. Also da bleibe ich so ein bisschen dabei. Ach, das ist das Auge. Hitze. Okay, wir brauchen also mal wieder Hilfe. Okay, also das wird jetzt natürlich so ein bisschen... Achso, das wird auch klären, warum wir nur so wenig Lehrer brauchen. Obwohl wir... Oder weniger als Kurse. Weil wir schon ein paar haben. Ach du heilige Makrele. Warum haben wir 2 in Robotics auf 3 und 5 Research? Warum haben wir Research? Okay, also wir sollen Research vermutlich irgendwann benötigen. Also, jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, mein Problem ist so ein bisschen, ich habe halt die ganzen Kurse nicht vor Augen. Dementsprechend, wir müssen mal ganz kurz gucken. Also die brauchen einen Computer Lab und einen VR Lab. Am liebsten würde ich mir das schon fast nebenbei aufschreiben. Einfach mal ganz kurz eine Übersicht zu haben, damit wir wissen... Also Internet, das kürze ich jetzt hier mal ab. Ihr braucht Lecture, ihr braucht Computer Lab und ihr braucht VR Lab. Okay, das soll soweit erstmal okay gehen. Wir wissen, wir brauchen das noch. Robotics.
ihr braucht. Ah ja, ihr braucht nämlich ein bisschen mehr. Ihr braucht Lecture, wie sich's gehört, Robo Construction und Robo Design. Alles klar. Scientography, was braucht ihr? Ihr braucht interessanterweise gar nicht so viel, aber davon haben wir halt noch gar nichts. Und zu guter Letzt, VR ist, wo es nicht so heißt. Ihr braucht. Okay, Lecture und VR Lab. Okay, also wir haben hier die Situation, dass Internet und VR oder Virtual Normality, dass die beide eine Sache brauchen oder sich das überlappt. Also da wird es irgendwann zum Problem kommen, dass wir mehr von denen brauchen. Ich will mal kurz gucken. Das Ding startet immerhin schon auf 5, aber das ist natürlich auch so eine Sache, die man anmerken muss. Die starten halt nicht mit dem besten Zeug. Wir bräuchten also hier schon den digitalen Computer, um da nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Also am liebsten würde ich schon das hier gleich von Anfang an machen, einfach damit diese 5% oder so gesehen dann 10 da gleich reinhämmern könnten. Das gleiche gilt hier bei den Dingern. Analog und das ist wiederum digital. Hier sind es nur 1%, das geht also da auch in Ordnung, dass man das noch nicht macht. Hier auch gerade so auf 5. Ich denke, den könnte man sogar relativ simpel nochmal upgraden, wenn man es ernsthaft drauf anlegt. 2%, 2%. Okay, das war's dann in der Hinsicht. Robo-Construction ist ein Problem. Das ist vor allem auch nur auf einer 3. Da müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir wenigstens uns auf eine 5 hinschummeln. Mit Gegenständen, die erstmal nicht viel kosten. Denn wir wissen, ja genau, hier sind nämlich so einige Sachen. Also diese Größe wird dann angepasst, wenn wir mehr Geld haben oder sicherstellen können, dass wir das Geld bekommen, was wir benötigen. Okay, also zumindest aktuell sieht das ganz gut aus. Ich meine, das Ding ist offen, das heißt also, alles, was benötigt wird, ist zumindest jetzt schon mal drin. Aber lass uns trotzdem mal ganz kurz anfangen. Wir wissen, die brauchen diese Poster. Ja gut, damit haben wir das schon mal auf 4 hochgetrieben. Und ja, das Problem ist leider natürlich, dass die sonst so überhaupt nichts anderes zulassen. Ach ja, richtig, man kann das einfach darüber setzen. So, brauchen wir irgendwas anderes noch? Ich meine, ich könnte mal nachgucken, aber im Endeffekt behoffe ich mir einfach mal. Okay, gut. Damit haben wir das auch schon mal gemacht. Das sind die drei. Dann haben wir hier 1 auf 4. Lass mich mal ganz kurz gucken. Es tut mir immer so ein bisschen leid, gerade wenn Entwickler hingehen und dann doch sich so ein bisschen die Mühe machen, das Ganze besser aussehen zu lassen. Aber wer stellt seine Couch so schräg? Ich werde auf jeden Fall mal ganz kurz aushelfen. Interessanterweise so ein bisschen überlappen darf das. Achso, gut. So, dann ist es auf 4. Wir stellen hier noch einen Fernseher rein. Das soll es schon mal helfen. Die haben die beiden Sachen. Wir helfen mal ganz kurz aus, wenn ich dürfte. Okay. Ja, natürlich super hinbekommen. Nope. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, und jetzt können wir das da ohne Probleme drunter stellen. Ja, und das Lustige ist, das Ding. Was wollen wir ernsthaft noch reinstellen? Ich denke, wir sind einfach mal so frei. Das passt natürlich da jetzt überhaupt nicht hin, aber es gibt ja Möglichkeiten. Genau. So, damit haben wir denen nochmal so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, auch nochmal so ein bisschen Zeit zu investieren. Das ist sogar schon Level 6. Toilette ist ein bisschen Overkill. Aber für den Platz, den sie hier gerade verbrauchen, ich meine, man könnte maximal überlegen, dann in der Zukunft eine Reihe rauszunehmen, um dem Staff Room eine mehr zu geben.
Da könnte man noch mal anderes Zeug reinwerfen. Problem wird definitiv sein. Das ist sehr wenig. Wenn da erstmal die Leute reinströmen. Also ich bin doch ehrlich so frei und werde das vermutlich noch mal anpassen. Wie ist das Level 2 gerade mal? Ja, nee. Ja, ist ein bisschen ulkig zu beobachten. Ich denke, wir können es ruhig mal bei 4 Toiletten lassen. Aber der Rest muss dann überarbeitet werden. Und ja, wir lassen es auch mal ganz simpel noch hier bei den dummen Toiletten. Okay. Damit sind wir auf 3. Lasst uns... Das ist immer so ein bisschen doof. Man überlegt natürlich jetzt schon, oh, was könnte ich jetzt hier schon verbessern? Was könnte ich machen? Aber die eigentliche Frage muss sein... Warum hat das nicht funktioniert? Ist da irgendwas schon versteckt? Haben die Entwickler da schon irgendwas hingesetzt? Der Bär. Ja, fragt mich nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Aber das Spiel ist manchmal etwas eigen. Invalid Position for a Window. Weil es auf der Ecke ist? Meine, okay. Dann helfen wir halt so ein bisschen aus. Ich glaube zwar dabei ist es schade, dass man hier nicht wirklich viele Poster reinmachen kann. Aber es reicht für Level 5. Gut. 2 Lecture, 1 Science Lab. Die Dinge müssen wir dringend machen, aber wenn wir ehrlich sind, das ist nicht alles. Das ist wirklich nicht alles. So, aber ich denke, wir beginnen einfach mal mit dem Science Lab. 5x5 muss das groß sein. Die sind alle größer als 5x5. Ich mache das aber mal ganz kurz hier hin. Und dann kann man die Dinger immer noch mal bewegen. Machen wir das gleich einen größer, einfach nur um das zu haben. Das Schöne ist definitiv, dass wir hier die Toiletten haben. Aber noch keine Duschen. Und das ist immer das Fiese. Müsste ich mich nicht um das ganze Zeug außerhalb der Kurse kümmern, wäre das vermutlich alles vom Preis nicht ein weitem einfacher. Aber so? Ich denke, ich lasse es wirklich so erstmal. Außer natürlich. Ich würde überlegen, die Ecke hier hinten noch zu füllen. Und dann, nee. Ich denke, wir füllen die Ecke einfach mit Duschen. Dann würde ich sagen, dass hier hinten auch die Dorms hinwandern. Nicht egal, dadurch, dass die ja nur da reingehen, wenn sie da wirklich Unterricht haben, wo die Tür tatsächlich platziert wird. So, das Ding... Im Endeffekt ist es Wurst, wo es genau hinwandert, aber der Rest, den wir noch haben, der muss natürlich auch noch gemacht werden. Das ist... Das Ding ist teuer, aber es ist hilfreich. Das Ding will aber auch wirklich nirgendwo hin. 25.000, darf ich dafür 25.000 schon ausgeben? Ich weiß, dass die es dringend brauchen. Das Ding wird von denen nicht verwendet. Aber die ganzen... Hier passt aber wirklich nicht viel hin. Das Ding ist nochmal teuer, aber ich glaube, das nutzen die. Das ist dahin, passt aber nicht dort. Das Ding ist also nicht eben gebaut. Will ich das Ding doch lieber in der Ecke? Und 2 von denen, wenn wir dann das große Ding da noch reinpressen... Ideal würde ich das nicht bezeichnen, aber es ist in Ordnung. Wir haben das bereits auf 5. 66.000. Ach ja, richtig, wir müssen immer noch mal gucken. Es geht für die meisten Räume, aber wenn wir ehrlich sind, mehr wäre natürlich trotzdem besser. Okay. Damit haben wir das Lecture Theater. Ich denke, das ist immer ganz simpel und klauen uns das, was wir haben. Obwohl wir natürlich auch jetzt hier endlich überlegen könnten, die Dinger größer zu machen. Obwohl die genau da reinpassen würden. Ich glaube, das lassen wir so. Ich würde wirklich gerne mehr von denen hier reinpressen, aber... Man könnte, wenn man die Dinger alle wegnimmt... Jeweils nochmal... Für jetzt soll ich das auf 6 erstmal tun.
Wie jetzt sollte es erstmal in Ordnung sein. Wir wissen, wir brauchen es zweimal. Ich meine, es soll recht sein, weil hier nämlich nicht viel Platz ist. Dass es so aussieht. Gut, mindestens haben wir, was Gebäude betrifft. Wir wissen aber, das ist noch nicht alles. This is a test announcement, not a real announcement. Okay. Die große Frage ist, duschen oder Toiletten? Denn wir haben hier sehr viel Platz, der, wenn wir ehrlich sind, nicht benötigt wird. Also zum Beispiel nur so die Toiletten zu machen und oder duschen, wäre ein Schwachsinn. Wir nutzen den kompletten Bereich. Die Frage ist nur, Toiletten werden mehr benötigt. Ja, wir machen das hier mit dem Bathroom so weiter. Und bauen dann da oben die Duschen hin. Das ist zwar, wie gesagt, nicht ideal. Kann ich jetzt hier ein Fenster? Da kann ich ein Fenster hinsetzen. Wo ich dann merke, da soll kein Fenster hin. Denn wir wollen ja, dass sie sich hier den Arsch abfrieren dürfen. Ja, und das ist auch wieder das Doofe. Man würde denken, dass einer von denen eigentlich stark genug sein sollte. Yet here we are. So, schafft er das dazwischen? Yes, sehr schön. Schafft das denn noch da drunter? No. Mehr als einen brauchen wir da, denke ich, nicht. Okay, das ist immerhin schon Stufe 4. Wenn wir jetzt nochmal hingehen, den Rotz da hinten reinschummeln. Geil, 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 geil. Okay, das Ding kommt weg. Wenn ich dann eh frage. Ja, das ist nicht viel. Wie könnte man das hier noch gerade... Weißt du was? Ich denke, hier kommen die Duschen hin. Ganz simpel. Da kommen die Duschen hin. Aber ich glaube, ich muss das ein kleines bisschen anders machen. Das würde eng werden. Nice und... auch nice, obwohl ich nicht erwartet hätte, dass das funktioniert. Dann reicht das. Immer wir wollen hier den, genau. Wenn wir den daneben haben, können wir hier vermutlich noch nennen. Das geht interessanterweise in Ordnung. Von mir aus. Okay, und dann auch hier wieder 4. Kann nicht sehen, aber. Sehr schön. Hier brauchen wir sogar nur 2. Gut, damit haben wir das geklärt. Die Frage ist. Man könnte überlegen, das zum Beispiel mehr hier rüber zu schieben, um dann den Bereich hier wiederum für Private Tuition zu nutzen. Eben, das ist natürlich nur für den Anfang in Ordnung. Ich denke, so machen wir das auch. Alles cool. Wie gesagt, für jetzt wird das, denke ich, erstmal einfach nur darüber geschoben. Bin mir nicht ganz sicher, warum da die Bänke existieren. Denn wer nutzt die? Bänke werden eigentlich nur genutzt, um auf etwas zu warten. Und vor allem werden die schon wieder in so einem ekligen Grün verwendet. Ich mag Grün zwar als Farbe, aber nicht die da. Ist das eine Freundschaft? Doch, das ist eine Freundschaftsbank. Okay, dann für jetzt könnt ihr eure Freundschaftsbank weiterhin haben. Ich habe eigentlich immer die hier als das Gute dann angesehen. Okay, dann haben wir das immer so ein bisschen beides gemacht. Also für jetzt erstmal nur ein Aufenthaltsraum. Okay, 118.000. Ich brauche natürlich schon das Student Launch, ein Dormitory, die beiden und eine Library. Oh, great. Wir haben 300.000. Gefühlt habe ich schon alles ausgegeben. Wie groß muss der Spaß tatsächlich sein? Das Problem wird tatsächlich sogar sein, wir starten gleich mit 40 Studenten. 40 Studenten ist eine Menge. Denn von dem, wie ich das mittlerweile gelesen habe, jedes Bett ist für 5 Studenten gedacht. Das heißt also, wenn wir hier gleich von Anfang an relativ gut starten würden,
15, 20, 30. Es würde also natürlich das schon relativ gut abdenken. Ist ein bisschen Overkill, was ich gerade hier habe. Aber es könnte natürlich schon mal für die Zukunft helfen. Wir wissen. Müssen wir mal gucken. Sind alle Jahrgänge 3 Jahre lang? Oder alle Kurse 3 Jahre lang? Moment. Interessanterweise, manchmal machen die das mit. Andere Male nicht. Okay. So, und dann stellen wir hier einfach noch ein paar hier in die Mitte. Ideal ist es nicht, aber wo soll es mir sein? Mhm. Oh, die Dinger sind größer als das. Okay. Schaffe ich die da alle irgendwie unterzubringen, ohne dass es doof aussieht? No. Aber. Oh wow. Gut. Also immerhin schon mal Stufe 6. Das soll also auch schon mal helfen. Jetzt haben wir noch 88.000. Für Mutti erstmal nur eine Bibliothek. Und diese wird vermutlich. Ach du Heilige. Ich muss eine Bibliothek bauen. Ich komme nicht dran vorbei. Diese Bibliothek muss einiges abfangen. Ich weiß noch nicht, wie ich das gebacken bekomme. Ja, sieht es ein bisschen doof aus hier über die Ecke. Ist das eigentlich die Tür? Die Tür könnte ich auch da hinsetzen. Ist nur eine doofe Stelle dafür, muss ich echt zugeben, wenn man da noch was hinbauen wollte. Okay, also. Und darf sich gleich an den Eingang setzen. Das ist ein Monstrum, aber wenn wir uns clever anstellen, kriegen wir das schon gebacken. Wir wissen, wir brauchen das. Und da mache ich wirklich erstmal nur 2 von jedem. Mit Ausnahme von dem, der 4000 kostet. Hm. Hätte ja funktionieren können. Hm? Okay. Jetzt kommt es eigentlich nur noch darauf an. 2 Sachen sehe ich gerade. Wir brauchen die hier. Aha. Ich finde es doof, wenn man an Gebäuden gerade noch sitzt, dass man nicht sehen kann, wie das von der Wärme aussieht. Aber so, wir brauchen. Ja, den da. Das ist natürlich auch das Fiese, dass die alle so richtig schön teuer sind. Jeder von denen kostet 6000. Sein Counter. Virtual Normality. Gastronomy. Internet History. Yes. Und Robotics. Okay, ist noch ein bisschen größer, als es sein müsste. Aber dann haben wir die Möglichkeit, weil das haben wir zum Beispiel in den letzten Malen auch nicht gemacht, aber weil die meisten dann doch immer relativ klein geblieben sind, dass man hier diese Giant Library irgendwann reinschmeißt. Okay, und ich schmeiße einen von denen rein, damit wir das wenigstens haben. Und der Rest darf da eigentlich kaum rein. So doof das klingt, aber man kann diese Bereiche wirklich besser nutzen. So, 2 Sachen müssen wir noch machen. Und zwar, wir machen einfach hier den Mülleimer rein. Das soll für da erstmal reichen und das da. Gut. Dann fehlt uns jetzt noch das Personal. Oh, kriege ich wieder Personal entgegengeworfen, das einfach nur doof ist. Das simple Personal. So, richtig, wir brauchen nebenbei was? Internet, Science und Virtual. Internet. Science. Und ich gucke trotzdem immer noch mal Virtual. Auch wenn die Dinge relativ offensichtlich sind. So, wir gehen gleich mal hin und sagen denen, was sie zu tun haben. Dann haben wir auch die beiden Nasen. Die werden lustig. Wo ich mich wirklich frage, ob ich die nicht gleich rausschmeiße. Aber vielleicht warte ich kurz ab, bis ich 2 von denen von Anfang an.
bis ich weiß, was die Sterne sind. Denn ich gehe davon aus, dass das Research uns nicht aus Spaß gegeben worden ist. So, gucken wir mal ganz kurz weiter. Wir müssen jetzt hier leider warten. Wir haben einen von euch. Der ist relativ simpel, aber das ist in Ordnung. Sehr gut. Ich habe das euch mal ganz kurz erspart. Das hat nicht ultra lang gedauert, aber jetzt ist es hier. So, du bleibst da drin und kommst nie wieder raus. Wir haben noch eine Sache, die wir überlegen können. Wir könnten nämlich hier einerseits schon was upgraden. Da werden wir dann gleich mal gucken. Wollen wir hier gleich von Anfang an die Anzahl wieder runterdrehen, damit wir auf 100 hochwandern? Haben wir davon was? Im Endeffekt, solange die nicht ins Negative wandern, dürfte das in Ordnung gehen, weil die einzige Gefahr ist nun mal, dass Leute austreten, beziehungsweise nicht bereit sind, Geld zu zahlen. Wenn wir alles einen runterdrehen, ist die Chance höher, dass das nicht passiert. Aber wir verlieren halt auch 7200 pro Person. Okay, genau. Können wir auch nebenbei nochmal gucken. 3 Jahre, 3 Jahre. Der ist auf easy, interessanterweise, weil die halt nur diese 2 Sachen da brauchen. Und auch 3 Jahre. Was man natürlich machen kann, ist es fürs erste Jahr runter zu regeln. Obwohl das eigentlich das Jahr ist, wo ich das Gefühl habe, ich immer das meiste Geld brauche. Meine aktuell würden wir Plus machen. Das wäre natürlich schon nicht verkehrt. Wir wissen, wir werden vermutlich jemanden brauchen, der einen Kiosk übernehmen kann. Und ich denke, das werden wir sogar relativ schnell machen, dass wenigstens das Rahmenzeug. Oh, das habe ich jetzt hier zweimal hingestellt. Oh, überhaupt, dann gehst du halt flöten. Ganz simpel. Man kann maximal ganz kurz gucken, ob irgendein Kurs, der würde es auf 50 hochbringen und würde das Geld auch nochmal um einiges hochbringen. Ich meine, ich kann nochmal ganz kurz gucken. 7, 2, 12, 9. Okay, also du wärst ganz klar die beste Entscheidung, wenn es rein ums Geld gehen würde. Ja. Ich denke, das machen wir auch. Okay. Ein paar Leute noch mal oben drauf, aber das soll uns nur helfen. Average Dormitory Rating. Upgrade. Complete School of Thoughts Course Research Project. Und Monthly Profit. Okay, das erklärt, warum wir Research haben. Denn falls wir nicht die Sachen bisher gemacht hätten, wären wir jetzt darauf angewiesen. Okay, also wir werden das relativ lustig haben. Das müssen wir erstmal herausfinden. Ach so, Moment, wir haben noch keinen, der das kann. Dementsprechend wird uns das nicht richtig angezeigt. Okay, also wir wissen, die Dinger müssen geupgradet werden. Wenn wir die machen, kriegen wir immerhin schon mal 4. Das ist ein Anfang. Ach ja. Und bevor die Leute hier wirklich reinlaufen. Oh, ja, ist nicht ideal. Im Endeffekt werden nur die ganz. Ach nee, man kann das auch so machen. Direkt müsste man das vermutlich woanders platzieren. Aber. Ja, es wird leider immer wieder so ein paar Stellen geben, wo ich das nicht perfekt abdecke. Aber wieder schon mal so ein bisschen. Also, das wäre cool, wenn das Ganze einfach live einem Updates geben würde. Wie das von der Wärme aussehen würde. Hier ist so eine Stelle, wo ich überhaupt nichts machen darf, weil man ja auch meinte, diese Tür so richtig schön dämlich zu platzieren. Okay, Problem gelöst. Ja, jetzt ist da eine Stelle ein bisschen kühler, whatever. Ja, okay, okay. Damit haben wir das so grob gemacht. Ding ist so groß, ja. Man braucht vermutlich nicht 3 von denen. Ja, ich würde mal sagen, das ist es im Großen und Ganzen. Natürlich haben wir jetzt auch einige neue Studenten, die uns hier anschließen. Ah, ich hab's mal wieder geschafft, vergessen, die Aufnahme zu starten. Aber im Endeffekt, ihr habt nur ein paar Sekunden verpasst. Ich habe hier nochmal ein paar Sachen hinzugeworfen.
Und Unterricht, let's go. Ja, wir brauchen definitiv noch eine Möglichkeit, irgendwann einen Launch zu bauen, sowie logischerweise hier unsere beiden medizinischen Einrichtungen. Oh, nice. Dance moves. Someone has a medical issue. War ja klar, dass ich keine 5 Sekunden überlebe, bevor da jemand nachschreit. Lustige ist natürlich, man könnte die alle schon darunter schicken, aber das kann ich mir vermutlich nicht erlauben. Ah, das ist vom Platz auch grauenhaft. Mein Problem ist, dass ich eigentlich den Bereich hier... Ja, wir werden vermutlich mit dieser doofen Ecke arbeiten erstmal. Ich will dann doch versuchen, das meiste erstmal noch hier zu lassen. So, und ja, wir bauen auch ruhig einen noch von denen hier hin. Kann ich das Ding bitte einfach ganz kurz anheben? Immer die gleiche Sache hier. Ich will das an die Wand haben. Okay, wie immer, da ist nicht viel aktuell los. Könnt ihr ein Fenster noch reinsetzen, wenn man will. Würden die Leute eigentlich tatsächlich dadurch sichtbar sein? Ach ja, wie immer, hier darf man keine Teppiche reinsetzen. Ja, okay. Ja, man kann da einfach durchgucken. Es geht so überhaupt nicht in Ordnung. Okay, und jetzt brauchen wir jemanden, der bitte nur das eine kann und nicht auf einmal schweineteuer ist. Ich werde vermutlich gleich aufheben. Du bist vermutlich nicht verkehrt für was anderes, aber für jetzt... Hey, wir gehen schon auf Level 8 hoch, denn das wird natürlich auch wieder hier die Überlegung sein. 24.000 plus 14.000. Okay. Genau. So ein bisschen mehr Geschwindigkeit, cool. Level 3 Geschwindigkeit, ja, es ist interessant zu sehen, wie viele Lehrer wir gleich entgegengeworfen bekommen. Also ich sehe definitiv hier schon, das wird so ein leichtes Balancing geben. Dahin will ich. No, nicht Marketing. Dass man nicht zu schnell Sachen macht. Wenn ich euch da hinsetze. Der ideale Fall wäre natürlich tatsächlich diese Ecke hier zu nutzen. Ich stelle es einfach hier in die Mitte rein, whatever. Okay, du bist schnell. Du darfst jetzt dort arbeiten und ich gebe dir aktuell, ja, auch die Möglichkeit noch Recruitment zu machen. Recruitment, da machen wir, ja, ich nutze es ganz kurz aus, dass ich ein bisschen Geld habe. Ich glaube, ich darf mir Orb aktuell noch nicht erlauben. Dementsprechend, wir nehmen den Buchclub. Das wird grundlegend richtig sein. Und... Hier ist Platz. Oder darf ich Orb... Orb will ich eigentlich nur... Das war in dem einen Level nicht verkehrt, Orb zu haben. Vielleicht ist Geschwindigkeit eine Überlegung. Dass das in Ordnung geht. Das Geschwindigkeitsschild... Ja, von mir aus darf es ruhig dahin. Ja, und da gibt es auch sofort Leute, die sich dafür einschreiben. Sehr gut. Ach ja, richtig. Wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen hier... Yes! Hallöchen! Willkommen... zur Familie? Hä? Yes. Okay, nur 9000. Aber Plus ist Plus. Es soll uns soweit erstmal recht sein. So, wir brauchen einen Janitor, der Upgrades kann. Das ist wie immer Maintenance. Ja. Die können alle schön geknickt bleiben. Der würde theoretisch sogar noch in Ordnung gehen, aber ich... Wer schreit hier? Sind die dann normalerweise nicht draufstehend? So, wenn ich die einzeln hervorheben kann? Doch, das ist ein Ding. Das ist das Ding so gut wie... Okay, da kommt auch schon einer. So, B plus schon mal. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Also, wenn wir das jetzt hier schon haben... Ich habe nur das Medical Office vorbereitet.
Aber, ja. Gott, das sieht ja alles so furchtbar aus. Ich werde jetzt gleich 4x4 machen. Ja, vermutlich. Ah, ist es da drin warm? Nee, gut. Manchmal vergisst man doch sehr schnell wieder, ob man das jetzt schon hat oder nicht. Ja, das Ding so riecht da ganz an die Ecke, dann können die sich hier hinsetzen. Ja, es ist schon. Es muss schon richtig platziert sein. Der Wecker darf nicht an die Wand gucken. Sonst würde es ja leicht doof aussehen. So, ich denke, wir starten auch hier schon relativ zügig wieder. Warum passt das da nicht genau hin? Ernsthaft? Doch. Wie kann das sein? Das Ding ist eine Zelle groß. Also das Spiel ist da manchmal leicht zickig. Wir sagen, wir stellen das Ding da so davor. Das ist so ein Gegenstand, wo man denken würde, der sollte eigentlich noch ein bisschen weiter sein. Hier steht eigentlich, wo würde. Wer sitzt wo? Dass man wenigstens so den Studenten schützt. Dass es, wenn jemand reinkommen würde, man das nicht sofort sehen kann. Wer da sitzt. Okay, das sind schon mal 3 Sterne. Und am besten dann hier ein Fenster hinbauen, genau, dass man von draußen zusehen kann. Doing it? Das ist schon wieder eine Ecke, wo ich nichts platzieren darf. Okay. Geht es an dem Dings? Invalid Position Forward Window. Who knows? Das ist wieder so ein Raum, wo ich keine Teppiche habe. Warum auch immer ich keine Teppiche setzen darf. Furchtbar. Dann der Pflanze. Hooray! Immerhin 4 Sterne. Okay, dann können wir jetzt den da auch noch gleich reinplompen. Und hoffen mal, dass wir das damit jetzt nicht schon übertrieben haben. Meine, preislich geht's noch. Aber Gehälter sind halt immer das Problem. So, meine Frage ist, wir haben jetzt den da. Davon werden Leute definitiv satt, aber nicht sitt. Wir müssen also definitiv auch irgendwann gucken, da noch was anderes anzubieten. Ja, ich sehe es ja schon hier, dass Leute unbedingt trinken brauchen. Also bin ich gleich 2 an. Okay, gut. Trotzdem aber, wir müssen irgendwann gucken. Und ich könnte mir sogar durchaus vorstellen, dass wir das mit den Upgrades ein bisschen noch nach hinten verschieben. Frag mich, ob wir das einmalig hinbekommen müssen. Denn wir sind schon gut dabei. So, eine Love Bench, Sci-Fi-Film. Weißt du was? Sci-Fi-Film geht sogar auch durchaus in Ordnung. Ich mich schon frage, ob man nicht überlegen sollte, so einen Sci-Fi-Film ganz bewusst am Anfang des Jahres anzusetzen. Damit Leute gleich mit ein bisschen besserer Laune ins Jahr starten. Das war vermutlich sogar eine wirklich gute Überlegung. Kann man das eigentlich jetzt schon einstellen? Timetable. Und zum Beispiel jetzt sagt Create Event. Ein Unterschied zwischen den Energy Entertainment. Energie ist natürlich interessant. Movement Speed. Learning Rate. Das Ding muss da am Anfang hin. Ist natürlich schön, dass ich das nicht so einstellen kann. Man würde ja denken. Ah, vielleicht. Lass mal testen. Ich sage Repeat every year. Nein, selbst da nicht. Schade eigentlich. Man würde denken, sowas würde möglich sein. Echt Next Year sagen und das so machen? Ah ja, okay, gut. Dann habe ich mich da auch gar nicht beschwert. Das Problem ist natürlich, hier wird trotzdem Schmutz gemacht. Meine, beides zu haben ist für den Anfang nicht schlecht, aber es kostet halt leider nun mal mehr. Dementsprechend kann ich das nicht erlauben. Ja, hier wird man vermutlich auch irgendwie überlegen dürfen. Ja, mach deine Pause. Oder auch nicht. Man könnte natürlich überlegen, hier schon mehr reinzusetzen. Denn wir wissen, wir werden die Studenten dafür haben. Aber das ist wieder das Gleiche. Das sieht doch schon besser aus, oder? Klar, der eine da drüben ist noch zu wenig, aber nur deshalb können wir die darüber verschieben und noch Platz schaffen. Hey, gerade ist auch von Michael Myers sind Freunde geworden. Ja, richtig, das hatte ich jetzt nicht angemerkt gehabt, aber wir haben sogar tatsächlich genug Leute,
um wenigstens einen pro Kurs zu haben. Ich glaube hier nur ganz am Ende die Normies, da sind nur zwei Leute, glaube ich, drin. Genau. Aber in den restlichen Klassen ist jeweils einer vertreten oder alle vertreten sind, umbenannt worden etc. Okay, also wir starten hier doch schon relativ gut. Stufe 7 mit Michael Myers auf der 1. Der Pole Position von mir aus. Guten Tag. So, was wollt ihr mir erzählen? Ihr wollt... Okay. Ja, kriegt ihr halt so eine Bank. Wir machen das halbwegs synchron. Ein B+. Das geht auch schon mal weiterhin. Oh Gott. Ich brauche Blümchen. Mein Vorname ist Benjamin. Warum steht ihr alle in der Tür? Abgesehen davon, dass das vermutlich die dümmste Toilette von allen ist. Wie immer, die beste Toilette ist vermutlich die ganz hinten. Okay, wir müssen vermutlich trotzdem mal ernsthaft gucken, jemanden einzustellen, der A, das hier kann. Damit wir dann demnächst den Start machen könnten. Und vermutlich einfach... Weißt du was, wir machen gleich mal einen, der Security ist. Wir können ja eh davon ausgehen, dass das benötigt wird. Ja, und wir machen die ersten Upgrades. Langsam. Denn... Okay, also das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das wird lustig. Da brauchen wir nämlich Researcher für. Der Researcher wird dann... Oh Gott, was ist das denn? Also, wenn wir da runtergehen, werden wir kräftig umbauen. Das Ding wird 1. Das wird niemals so stehen bleiben. 14 plus 13. Noch nicht ideal, aber wir kommen da schon hin. Student Assessment Score und Staff Rank. Oder was Staff Rank means. Ich bleib weiterhin überrascht, dass wir... Nice. Dass wir immer noch die Situation erreicht haben, wo... unsere Mitarbeiter bei Weitem schneller mehr Geld verlangen. So, Tarquin, Foxbridge, whatever. Complete Assignment Computing. B+. Das geht doch schon mal halbwegs in Ordnung. Schöne Brille. Hey. What are you guys? Okay. Meeting up with Michael Myers on the friend... No. What? Ich wollte schon... Ja, Kata hat das gesehen, dachte... Ah, oh. Andere Richtung. So, auch du, wie immer gefühlt, schlägst die Richtung des Bücherclubs ein. Crescent Bench Wanted. That's this, right? Yo, yo, what? That's a Crescent Bench. Achso, das vermutlich. Nee, Shower Time. Okay. Board. Ja, das ist natürlich ein Problem. Wir hätten das Geld, um so ein bisschen dagegen zu wirken. Steht da jetzt alle Schlange? Okay, weil ihr alle dahin müsst. Ja, das kriegt ihr schon hin. Ja, ich denke, es ist relativ klar, dass wir hier sogar jetzt ernsthaft zügig da Geld investieren. So, und wie viel Geld haben wir aktuell? Wir machen immer noch plus. Es würde also theoretisch auch Bench Press. Okay, ja klar, hier. Damit die ein... Und ein Hotdog. Interessanten Hotdog-Kiosk. Ich wollte den jetzt keinen Hotdog-Kiosk andrehen, muss ich echt zugeben. Hätte den eher was zu trinken angeboten. Ich glaube, ich schieb den jetzt mittlerweile raus, oder? Ich denke, es ist für eine coole Ecke. Aber die Ecke könnte man immer noch besser nutzen. Ja, die große Frage ist ja... Denn... Bei dem letzten Mal... Der letzten Campus hatten wir nicht für jeden Kurs Nachhilfe angeboten. Zugegeben, General Knowledge scheint insgesamt sehr einfach zu sein, aber man könnte trotzdem überlegen, das hier ebenfalls zu machen, dass man nicht jeden das anbietet. Man sieht zum Beispiel Robotics. Es gibt viele Leute, die bei Robotics hinterherhängen. Das heißt also, wenn wir ernsthaft überlegen, da Nachhilfe reinzuschieben, das ist alles irgendwie leicht doof. Oh, das könnte man hier einfach in die Ecke setzen.
Was auch immer dann da ersetzt werden würde. Achso, das Ding. Okay. Ja, das könnte jetzt vermutlich trotzdem tatsächlich zu... So, jetzt haben wir das. Wie angemerkt, das ist mit Stufe 2 nicht die beste Sache. Wenn wir aber da einen Robotics-Kollegen reinsetzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sogar durchaus hilfreich ist. So, genau, Wasserspender müssen wir vielleicht auch noch aufstellen. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Ich mache aber mal gleich zwei von denen hier hin. Ist nicht so, als würden wir den Platz besser nutzen. Und... ja. Dann ruhig einen von denen hin, denn der gibt Energie. Das können die gebrauchen. So, ich muss mal ganz kurz trotzdem noch gucken. Ja, das Ding hat selbst nämlich gerade gar nichts diesbezüglich im Angebot. Okay, gut. Das geht in Ordnung. So, Nachhilfe plus Robotics. Das wird eine lustige Kombo. Robotics und glücklich. Deswegen, den würde ich ganz gerne einfach das, hey, komm später wieder, wir können dir einen Job garantieren, sagen, aber ich überlege immer noch, ob ich was davon habe. Deswegen, man muss ja noch überlegen, die Lehrer, die wir haben, lasst mich mal wieder suchen, die sind schon Robotics. Am liebsten würde ich die loswerden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn die fressen, heilige Scheiße, fressen die 4 im Verhältnis. Wie viel kostet denn einer, der nur Level 1 ist? 32.000. Wie viel war das andere? Irgendwas in die 50.000, ne? Das ist das so überhaupt nicht wert. Heilige Makrele. Ich glaube, ich muss hier ernsthaft darauf warten, dass deren aktueller Kurs endet und dann schmeiße ich die beiden raus. Ich glaube, da wäre ich auf der sicheren Seite. Seid ihr durch? Ne, ihr seid noch nicht ganz durch. Eine Frage ist, ob die aber halt... Lass mal gucken. Die laufen jetzt raus. A+. Ich meine, das wird vermutlich die Sache sein. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Richtig. Der nächste Punkt, den ich gelesen habe, den ich... bisschen bescheuert finde, weil er nämlich nicht erklärt wird. So, wir haben ja, wir können ja mal einfach einen Blinden hier anspringen, dich. Wir haben, anders als bei Two Point Hospital, Two Point Hospital hatte 5 Skills, weiß ich, mach's aber weiter, 5 Skills für jedes Personal, das bei dir arbeitet. Und da war der Witz, dass halt diese Skills, sagen wir mal hier, Robotics 1, Robotics 2, Robotics 3, 4 und 5 jeweils einen Slot eingenommen haben. Also so, 5 Slots, bei 5 Skills. Und wenn man dann natürlich sich auf Sachen spezialisiert, was meines Erachtens immer noch die richtige Entscheidung war, will man eigentlich Leute haben, die halt nur mit einem Skill starten oder logischerweise die Fortgeschrittenen dann auch schon haben. So, das haben sie jetzt hier geändert. Man hat 3 Skills und wir sehen, man kann ein Skill einfach höher leveln. Ich denke, das ist definitiv bei Weitem besser. Aber man liest hier: Required to teach robotics, 90% teaching skill. Jetzt würde man denken, 100 würde man doch eigentlich erwarten. Dass man sagt, hey, der hat da nochmal... Das ist das Mindeste. So, von dem, was ich jetzt in der Wiki gelesen habe. Jeder Kurs hat eine andere Voraussetzung, was der ideale Punkt für einen Lehrer ist. Das heißt also, es gibt den Fall, dass man sagt, Robotics Level 3 ist das, was man benötigt. Alles, was drüber ist, hilft nicht so mehr, wie man sich's vorstellt. Und das ist schon echt merkwürdig, weil es wird nirgendwo meines Erachtens hervorgehoben, welches Level man tatsächlich braucht. Und auch, was das Maximum ist. Was ist das Maximum? Wir wissen, 10 ist theoretisch das Maximum, aber man weiß nicht halt, was ist das, was man braucht, was bringt es mir, höhere Level zu haben, etc. So, während ich jetzt hier am Labern bin, okay, da schreit da noch einer mehr, ja, wir haben gerade das überhaupt nicht. Ja, mein Glückwunsch, das sieht so scheiße aus, aber das sieht besser aus. So. Ich will euch kein Hotdog-Ding anbieten, aber jetzt schreit hier schon eine zweite Person danach. So, was wir definitiv machen sollten, ist hier mal das nächste zu starten, dass wenigstens beide mal schon auf Level 2 sind.
So, ich habe jetzt einerseits gedacht, dass Robotics das Ding ist, was hinterherhängt. Lass uns das vielleicht noch mal genauer angucken, wenn wir das Ende des Jahres erreichen. Denn das werden wir dann besser definieren können. Und auch fairer, wenn man so sehen möchte. Was uns senderweise, ja, das wird hier. Sorry, das kann ich nicht machen. Einer stimmt zu. Wegen einer Person zustimmt, kann ich das nicht machen. Warum auch immer das jetzt am Blinken ist. Ich bin so frei, weil wir sind noch am Anfang. Das ist nur eine Sache. Great. So, oh boy. Ja, hier kommt jetzt der Spaß. Wir brauchen weiter Lecture Theater, Robo Design, VR Lab, Internet History Teacher, Robotics Teacher, Scientography Teacher und Virtual Normality Teachers. Das wird brutal. Das wird wirklich, wirklich brutal, wo man jetzt schon wieder fragen muss, muss man Sachen vielleicht anders bauen? Wir könnten überlegen, schon mal. Wir brauchen ein VR-Lab. Wenn ich was upgraden würde. Ne, wir machen das mal ganz kurz anders. Wir starten ganz bewusst hier. Erzählt mir mal, was sind die besten Noten? Ja, die 10 ist das Jahr 2, das soll uns aber erstmal bewusst sein. Okay, also wir haben Leute, die definitiv Robotics sind, die gut dabei sind. Wir wollen mal gucken, wer ist denn ganz unten. Okay, das sieht schon ein bisschen anders aus. Wir haben 3 in Internet History, 2 in VR, 2 in Robotics, 2 in Science. Das geht. Obwohl ich nicht wissen will, warum du so gespenstig weit unten bist. Andere sind immer in C+. So, erzähl mir mal, was sind deine Probleme? Du hast keine Energie. Es gibt Betten. Essen geht in Ordnung. Entertainment. Ich habe schon versucht, da so ein bisschen anzufangen. Also die Frage, was halt für Entertainment man noch theoretisch bräuchte, da können wir nochmal gucken. Okay, also wir könnten hier hingehen, nochmal so ein bisschen anderes Zeug einfach überall hin pflanzen. In der Hoffnung, dass es das tut. Also, gehen wir nochmal ganz kurz. Wie gesagt, ich muss das jetzt hier ganz kurz abschließen. Wir haben. No, nicht alle. Starten nochmal ganz kurz. Virtual Normality. Wir haben Leute auf A plus einen. Hier haben wir 4 gleich. Hier haben wir 5. Und hier haben wir 2. Also Robotics, die mit die besten Lehrer haben, haben natürlich die meisten Leute mit guten Noten. Jedoch muss man auch hervorheben, da sind mehr Leute drin als in den anderen Kursen. Die anderen haben 10 Leute drin, Robotics hat 15. Heißt also, wenn man fair sein möchte, kann man einerseits sagen, ja, die Lehrer sind wirklich besser. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, mehr Leute, höhere Chance, theoretisch. Also gucken wir mal. Das Niedrigste ist ein B. Ein C plus, C, C plus, zwei Bs. Also, sie nehmen sich nicht allzu viel, wenn wir ehrlich sind. Und dementsprechend ist halt jetzt hier wieder so die Frage. Wir brauchen definitiv mehr Lehrer. Wäre es jedoch besser. Weiß nicht, was ich mit dem Raum mache. Ich denke, wir werden sie brauchen. Im Endeffekt wird es vielleicht sogar tatsächlich darauf hinauslaufen, wenn man es ernsthaft versucht umzusetzen, dass man 8 Räume braucht. Und zwar für jeden Kurs 2 Lehrer, die nur Nachhilfe geben. Denn wir haben normalerweise immer so 2 Räume pro gehabt. Uff. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben Punkte, die zum Upgraden nutzen könnten. Ich will. Oh, wenn ich Robotics hier nochmal upgrade, würden wir auf 5 Räume hochspringen. Das ist ein bisschen krass. So, 906. 50. Ich würde natürlich aber auch das meiste Geld geben. Das Problem ist halt, wenn ich das hier hochtreibe. Wie sehr darf ich das tatsächlich machen? Meine Angst ist halt, und das finde ich ein bisschen schade, dass es das nicht genauer hervorgehoben wird, also, oder detaillierter hervorgehoben wird, wer denn tatsächlich was benötigt. Max Qualification Level.
Ja, da bin ich mir weiter nicht sicher, was das tatsächlich bedeutet. Weißt du was? Wenn wir eh hier schon langsam zum Ende kommen, wir gucken einfach mal ganz kurz nebenbei so ein kleines bisschen uns um. Max Qualification Level. Sehr schön, das ist das erste. Upgrading Courses, Course Points, Benefits. Die Seite habe ich noch nie von vorher gehört. Max Qualification. The three main benefits to upgrading your course are the following. The specific number will be the most obvious reason to upgrade your classes is to increase your income. Klar. Ich will wissen, was Max Quality wird nicht nochmal angemerkt. Super. How to upgrade courses. How to earn course points. How do you level up? How to upgrade your campus. Keiner kann mir so richtig sagen, was zum Kuckuck das bedeutet. So, IGN, die sind relativ gut für so ein Zeug meistens. Okay, das hebt das Ganze einzeln davor, die einzelnen Kurse. Dann gucken wir mal was anderes. Teacher Level. How to train staff, increase skills? No. Teacher Level Wiki. Und ich weiß, das ist jetzt nicht das Spannendste, aber es sind so ein paar Sachen dabei, die man so ein bisschen wirklich durchdenken muss. Each course can be leveled up after each academic year. Genau. The first upgrade will cost 15, bla bla bla. The main benefit of upgrading existing courses to gain extra applicants, to increase student intake. On top of that, at almost every level, the teacher gain access to higher course-specific staff training. Aha. From course level 1 to 10, the following qualification levels are available for teachers. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 and 10. Okay, das bedeutet also, die können dann weiter bezüglich ihres Trainings sich verbessern. Qualification Level. Ah, das ist das, was im Endeffekt vorlesen hatten, genau. Ah, das bringt mich aber woanders hin, als ich jetzt gerade war. Great. Denn schön, dass es das nicht so offensichtlich ist. So, ich will nur mal gucken. Training requires training room. Ja, yeah. Only one can trained. To increase the training screen select. Staff will always prioritize their work over training. That means they go after three. Okay, when they're free. Each qualification can be leveled up by a staff training to increase efficiency. The maximum training level is determined by the course level, but capped at level 10 at 10. Okay. Course-specific development. Deswegen, weil hier wird immer so ein bisschen hervorgehoben. Aber was haben wir denn? Gehen wir mal Internet History. Einfach mal so als Beispiel. Oder hier Virtual Normality, das ist das Erste, was ich sehe. Hier ist nämlich der Witz. Teaching Skill auf Level 1 ist 70% und kostet 1500. Auf 2 ist es 80, 3300. Auf 3 ist es 90, 5100. Auf 4 ist es 100%. Das ist nicht die große Überraschung, haben wir ja gesehen gehabt. Und dann kommt Level 5 mit 110%. Also 8700. So, aber für 6, 7, 8, 9 und 10 gibt es keine Angaben. Und jetzt könnte man natürlich gerade sagen, nicht jede Wiki ist vollständig. Vielleicht ist es tatsächlich der Fall, will ich nie ausschließen, aber ich will zum Beispiel Scientography hervorheben. Die haben Level 1, 2 und 3 mit 70, 80, 90%. 4 ist komplett frei, wo man dann wieder sagen könnte, vielleicht ist die Wiki wirklich unvollständig. Aber dann halt 5 auf 110. Wizardry. Harry Potter Schule, 70%, 80%, 90% und nur 100% auf Stufe 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 weiterhin tun so überhaupt nichts. Und dementsprechend ist es natürlich schon leicht interessant zu sehen. Und wie gesagt, es wird auf den ersten Blick nicht hervorgehoben. Vielleicht würde man es mitkriegen, wenn man dann im Spiel das erreicht. Denn was hatten wir beim letzten Mal? Schon wieder vergessen. Ach ja, wir hatten. Warum wird das hier nicht aufhören vorher? Okay, also, vielleicht ist es doch unvollständig, who knows, aber. Wir hatten definitiv welche auf Level 5 schon mal hochgebracht. Und das hatte dann auf einmal nichts mehr gebracht. Will ich hier nochmal 2 ausgeben, in der Hoffnung, mehr Geld zu machen? Denn es ist schon einiges. Ich denke, wir machen das und leben mit den Konsequenzen. Okay, wir haben auch den monatlichen Profit schon erreicht. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, also erster Teil. Ich würde sagen, insgesamt lief das in Ordnung. Man muss aber wirklich aufpassen. Gerade jetzt auch mit dem nächsten Sprung. Wir werden einige weitere Lehrer benötigen. Wir werden einige weitere Gebäude bauen müssen. Ich
Und da wird dann wirklich die Frage sein, wie strukturiert man das tatsächlich? Aber das werden wir einfach beim nächsten Mal gemeinsam herausfinden. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.